Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf dem Deichhof von Kolle, den Ultramapper, ne? Ja, wir müssen eben Dreschkasten mal umsetzen, bevor wir in die nächste Runde starten, ne? Ja, es ist wie es ist. Irgendwie ist nur noch Dreschen und Malen vorn. Druck! Was anderes haben wir leider zurzeit nicht zu tun. Aber es wird besser. Wir fahren, glaube ich, auf die letzte Ecke, die wir noch dreschen müssen. Also von daher können wir entspannt in den Tag blicken. Ne? Das schaffen wir noch. Das schaffen wir auch noch locker. Nicht so schnell, ne? Nicht, dass die guten Bürger hier denken. Ein paar Labergebunsen machen wir wieder aus, ne? Das stört irgendwie nur. So, dann geben wir mal Schub, damit wir auch schneller an der Fläche ankommen, ne? Dreschkasten können wir schon mal ausklappen. So, langsam hier rum. Richtungswechsel anzeigen, ne? Ich glaube, da bin ich schon mal durch. Nicht durchgekommen. Ich bin doch letztes Mal hier auch lang gefahren, oder? So, guck mal. Wo ein Wille, da ein Weg, ne? Ich hab den Maler schon angerufen und den Ausdengler da, ne, fürs Türchen, ne. Nicht, dass der Kalle dann aus dem Urlaub wiederkommt und denkt, was ist denn hier passiert auf dem Hof, wenn er das Tor sieht, weißt du. Kann auch sein, dass das gar nicht auffällt, aber weiß ja auch nicht so genau. Deswegen lieber ab und zu mal Glückchen machen, dass das auch vernünftig ist, ne. Ja. Kalle hat's aber auch gut gemeint. Mit was für Dreschkästen fährt er denn hier? Guck mal, unser Mähmäher ist auf der Weide, denen geht's richtig gut, ne? Da muss man ja auch mal sagen, die haben Spaß in den Backen. Also dort ist ja nicht so, dass die da nix von Leben haben. Wir häckseln das Stroh, wir haben viel zu viel Stroh. Ich habe auch keine Lust mehr, nur Ballen zu pressen. Geld hin, Geld her. Nee, das wird zu viel. Deswegen lass uns das mal lieber hier durchhäckseln. Sicher ist sicher. Ja, erster Wegpunkt, kein cooles Feld 3. CPQs generieren. Danke. Wir speichern das mal eben, ne? Neuer Ordner. Feld 3. Feld 3. Perfekto, da würde ich ganz gerne Kurs einspeichern. Aktivieren. Dreschen, ne? 7,2 m. Ich weiß jetzt nicht, ob der Drescher einen Strohschwatt abschmeißt oder nicht. Wenn er einen Strohschwatt abschmeißt, müssen wir pressen. Wenn nicht, haben wir Glück. Oh ne. Er will, dass wir pressen. Wie fährt denn der? Der Olli. Der Olli meint, der Sveni hat zu wenig Arbeit, dann presst die Schose mal lieber. Danke, Olli. Sehr liebensgewürdig. Junge. Wie sieht's hier aus? Läuft das noch bei euch? Wässer? Futter? Was habt ihr denn hier für einen Plätscherbrei gemacht? Sagt mal. Der ist die Wasserpfütze. Warum ist hier so eine Plätscherei? Da haben die bestimmt hingepuschert. So lange Rede, gar keinen Sinn. Wir brauchen eben hier. Junge. Abflug. Ja, dann haben wir so gut fast knapp 20.000 Liter Raps von der Fläche runtergeholt. Also ich finde, das ist ganz in Ordnung. Da können wir mit leben, ne? Sagen wir, wie es ist. Junge, was ist hier im Verkehr, du? Wo kommt der alle her? Machen die hier alle Urlaub, oder was? Guck mal, da steht noch unsere Arbeit. Ah, ich freue mich. Nee. Ich hab gerade keine Lust auf Ballenstaub. Da muss auch Bock zu haben, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen. Macht ja Spaß, ne? Man gibt auch so Tage, da macht es keinen Spaß. Wir haben noch Arbeit genug.
müssen. Sag mal, wir können auch dem Wagen mal eine Fläche stellen und sagen ihm, er soll selber abtanken, oder? Das wäre doch mal ideal. Dann könnten wir nämlich in der Zeit was anderes machen. Obwohl, ja, weiß nicht, ob das so Prickelinski ist. Dann hätten wir aber den Schlepper mal frei, ne? Ne, lass mal lieber jetzt. Ja, das dauert auch ewig, bis der da durch ist, du. Ich weiß ja nicht. Ich stelle den Wagen mal eben hier so an der Seite hin. Ja, wir können das mal ausprobieren. Dann gehen wir in Drescher. Escape. Das ist doch hier irgendwie eine Einstellung, ne? Stoppen. Helferfruchtzerstörung. Nee, das wollen wir nicht. Ankunftswinkel. Nee, dann ist das hier, glaube ich, drin, ne? Aktiviert. Fruchtumfahrung ist aktiviert. Das ist aktiviert. Gerät einklappen. Startpunkt zurückfahren. Schneidwerk. Drescher selber abtanken. Tu das mal aktivieren. Spiel speichern. Da könnten wir nämlich mal rein theoretisch. Eigentlich müssen wir das fertig machen, ne? Wir machen das jetzt erst fertig. Tut mir auch leid für euch, aber was fertig ist, ist fertig. Dann haben wir das wenigstens mal erledigt, können Checkhaken dahinter machen und sind wieder gut zufrieden. Ne? Zumindest eben die Ballen hier vorne noch wegrollen. Ich glaube, wir werden uns nämlich so einen Anderson-Ballenwagen mieten. Und fahren die Show sind mal eben fix dann so weg. Wir müssen eigentlich auch noch die eine Wiese mähen, ne? Wir müssen Heu mähen, bevor nicht mehr Wetter ist. Und wir müssen alle Flächen ready machen, ne? Wir haben alle Flächen zum Ready machen. Kalten. Das Übliche, ne? Das wird noch ein grondete Malöde Kikeriki, sagen wir wie es ist. Aber da müssen wir durch. Ja. Danke. Zack, zack, zack. Legen wir die eben da dran. Ja. Das läuft. Effekto. Ja, zumindest brauchen wir uns jetzt erstmal, wenn es alles klappt, nicht mehr um Dreschkasten kümmern, ne? Das hat ja auch schon mal einen Vorteil. Wenn wir da nicht immer nachgucken müssen. Oh, hoffentlich geht das gut. Ich glaube, das geht nämlich. Ja. Zack, komm, der Sche. Jetzt willst du da nicht rein, weil der 2 cm zu schmal ist, oder was? Tatsache, echt. Es läuft. Vor allem nicht so, wie es soll. Aber halb so wild, ne? Davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Montag putzen, weitermachen. Guck mal. Also manchmal. Ja, tut mir leid. Ich glaube, ich bin heute knötterig, ne? Ja, kann wohl sein. Kein Wunder, stellenweise, bei dem, was hier zu Hause los ist. Da hat man nicht immer so gute Laune. Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen.
Heute willst du mich veräppeln, hast du gesehen? So. Weiter geht's. Den müssen wir doppeln, ne? Ja. Den müssen wir hier pieken. Fahren schwungvoll um die Kurve, hoffen, dass alle vier Räder am Boden bleiben, ne? Sicher ist sicher. Ich glaube, wir sollten einen Plattformwagen rausmachen, ey. Dann kriegst du da auch mehr Ballen drauf. Dann musst du ihn nicht jetzt mal rumärgern. So, Dalle. Da hinten sind noch zwei. Dann haben wir hier vorne aber schon mal alle weg. Richtig gut. Weil so wollen wir das haben. Dann sind nur noch hinten welche, ne? Ja. Okay, wir nehmen uns doch eben bei so einem Endes-Wagen. Wenn wir das auch alle verkaufen wollen, das Stroh. Ist ja eigentlich nicht mein Ding, ne? Aber vielleicht ist das ganz sinnvoll. Wer weiß. Jetzt sind wir nur noch die da hinten, ne? Oh, das ist ja... Ratzi-fatzi. So, langsam da hin. Er knurrt und dann kommt er in eine Pötte und haut ab mit dem Wagen, ne? Aber so ein bisschen knurren muss er jetzt, ne? Den macht er, glaube ich, ganz gerne. Aber dann macht er seinen Job der Ares, ne? Echt top Schlepper. Sagen wir, wie es ist. Also mir macht er Spaß. Bin ich ganz ehrlich, hätte ich nicht gedacht. Na ja, Kollege, eben warten. Svenny und Eulig. Danke. Es gibt ja noch nette Bürger hier, ne? Dann sehen. Immer schön aufs Tor aufpassen, ne? Wahrscheinlich hat der Kalle hier irgendwo in den Bäumen Kameras aufgehängt. Und guckt wahrscheinlich heimlich am Strand. Ach, wir sollten hier hinten da gucken fördern, ey. Wahrscheinlich macht der dort Urlaub. Dann kommt nicht so tief für du. Mal gucken, ob der hier abtaucht. So, hat man ihn hier an. Dann kommt nämlich jetzt an die berühmte Ecke. Ach, er fährt da jetzt abtanken. Gucken wir. Ich bin ja imprägniert. Tippitoppi, guck mal. Läuft, wer, Olli? Ist aber komplett durch den Hafer geheizt, ne? Hab ich gesehen. Es geht so nicht. Das ist Ernteverlust. Junge, Junge, Junge. Kollege, Kollege. Habt ihr das auch gesehen? Der Olli ist ja komplett durch den Hafer geheizt. Kann es nicht sein, Silvia. So ein schöner Schlepper, ne? Hier der Achter. Der Achter. So, was machst du jetzt? Fährst jetzt komplett zurück? Langsam! Hinten ist ein Zaun, Olli, ne? Ab und zu mal gucken. Hier ist ein Baum. Anhalten, Olli. So, und du? Guckt da doof in der Gegend rum, oder was? Da hinten musst du wieder hin, wahrscheinlich irgendwo. Komm mal mit da! So viel zum Thema, wir tanken selber ab.
Oder kein Gasolin mehr, deswegen will er wahrscheinlich nicht mehr fahren. Mach das mal lieber wieder aus. Drescher selber aktivieren. Das machen wir wieder aus. Sicher ist sicher. So, jetzt unseren so Dreschkasten gleich tanken, aber wir haben gar keine Zapfe hier. Ja. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Und wenn's euch gefallen hat, hier vom Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.